Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es richtig wichtige Informationen, was sich bei mir demnächst alles Krasses ändern wird. Also bleibt dran! Weil ich jetzt allererstes noch loswerden möchte, jetzt ist natürlich das Let's Bust Race vorbei und die Drift Trike Videos sind auch alle vorbei. Ich finde es echt cool, dass ich so viele neue Leute mir jetzt folgen, beziehungsweise sich dafür interessieren, was ich mache und die Videos auch sehr gefeiert haben. Auch mein Video kam ja relativ gut an zu dem Let's Bustle Event. Das Driftbike selber habe ich ja schon mal im letzten Teil erwähnt. Das wird es nochmal zu sehen geben, unter anderem auch in live. Und zwar nächstes Jahr auf der Holzhandwerk. Es wird dazu auch nochmal ein paar mehr Informationen geben, sobald ich da genauere Termine und alles habe. Also bleibt da gespannt. Da kommt, soweit ich die Informationen habe, kriegt ihr die auch. Ansonsten seht ihr vielleicht, dass hier das ein oder andere Werkzeug noch fehlt. Das Projekt, was ich momentan mache, ist, was ich schon mal letztens erwähnt habe, das ist quasi der Geheimraum. Da mache ich unter anderem auf Instagram, könnt ihr das sehen. Da mache ich den Boden gerade neu. Ich bin am Überlegen zu der Bodengeschichte allgemein, weil ich bei mir im Haus halt doch schon mehrere Böden gemacht habe, einfach mal so ein kurzes Infovideo zu machen, wo ich halt erzähle, was meine Erfahrungen sind zu den verschiedenen Böden, also sei es Vinyl, Parkett und Laminat, wobei Parkett eher weniger, aber ich habe noch Korkboden unter anderem verlegt. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mal unten meinetwegen Hashtag Boden. Schreibt es unten in die Kommentare rein und dann könnt ihr sagen, ob euch das interessiert oder nicht, dass ich dazu mal ein kurzes Video mache. Ja, also das Hauptthema ist ja, was sich bei mir demnächst alles ändern wird. Und da ist es so, dass ich demnächst meinen Arbeitsplatz wechseln werde. Das bedeutet, dass ich nicht nur am Wochenende in die Werkstatt kommen werde, sondern auch vielleicht unter der Woche. Und zwar fange ich an demnächst mit meinem Techniker im Bereich Elektro. Da gibt es dann unter anderem zu dem Bereich Arduino-Programmierung und all sowas wird auch kommen. Habt ihr Bock, dass ich das auch mal in Projekte mit einbaue? Beziehungsweise in das eine oder andere werde ich es zwangsläufig einbauen, aber ob ich da einfach mehr mit drauf eingehen soll oder nicht, das könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare reinschrauben. Schraubt es mir mal rein. Ja, das zweite große, was im Zusammenspiel vielleicht gar nicht so was Besonderes ist, weil die Schule gewechselt oder der Arbeitsplatz gewechselt hat ja jeder von uns schon mal. Aber die Sache ist, ich kriege halt auch noch mal Nachwuchs. Also jetzt wahrscheinlich, wenn das Video draußen kommt, könnte es schon passiert sein. Ansonsten im Laufe der nächsten Woche wird es wahrscheinlich soweit sein. Deswegen kann ich auch noch nicht versprechen, dass nächste Woche ein Video rauskommt. Ich versuche es natürlich, mein Bestmögliches, dass da noch was rauskommt. Zu dem Thema aktuelles Projekt bzw. dem Boden in meinem Geheimraum. Ich habe da prinzipiell kein großes Projekt draus gemacht, weil ich jetzt auch nicht so der Bodenverleger schlechthin bin. Ich habe natürlich meine Erfahrungen mitgemacht, was ich ja eben schon gesagt hatte. Wenn ihr dazu ein Video haben wollt, kann ich gerne mal das zusammenfassend euch erzählen, was meine Erfahrungen mit den unterschiedlichen Böden sind und worauf ich meine, wo man drauf achten müsste. Ich habe unter anderem auch schon mal eine Firma gehabt, die professionell Böden verlegt, wobei ich eigentlich da nicht so wirklich zufrieden mit war. Aber das würde ich euch dann dementsprechend natürlich in dem Video sagen. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie der Boden momentan ausschaut und deswegen gehen wir mal eben rüber. So schaut es momentan aus hier in dem Raum. Das ist der Boden, der jetzt drin ist. Darauf kommt halt noch das Vinyl drauf. Da das Zimmer aber schon fertig sein soll, bevor das Kind da ist, weil das noch später das Wohnzimmer wird und wir oben bei uns im Zimmer, im alten Wohnzimmer quasi noch ein bisschen Couch und so rumstehen haben, brisiert das natürlich ein bisschen mit dem Raum. Dementsprechend konnte ich das nicht mit der Kamera komplett begleiten. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, da habe ich so ein paar Materialien, die ich in den anderen Räumen auch hier in dem Haus schon benutzt habe. Und ich würde euch einfach mal die Vorzüge erklären und was meine Erfahrungen mit den Materialien sind. So viel erstmal zu diesem Raum. Wie gesagt, prinzipiell ist das ja jetzt nicht so was Gravierendes, dass man halt mal Vater wird oder dass man den Arbeitsplatz wechselt oder dass man halt auch nochmal in die Schule geht. Aber wie gesagt, ich bin halt schon ein paar Jahre aus der Schule raus. Ja, Kinder habe ich auch schon zwei, also das ist für mich auch nichts Neues, aber das ist halt jetzt alles auf einmal. Und es ist für mich halt auch schon eine Umstellung. Dementsprechend habe ich prinzipiell mehr Zeit für die Werkstatt, wenn mit einem neuen Kind. Wird aber die Frage sein, inwiefern ich diese Zeit natürlich dann umsetzen kann. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Also ihr werdet natürlich weiterhin von mir Videos sehen, das ist klar.
Es ist jetzt nur, die nächsten Wochen ist halt die Frage, inwiefern ich da was rauskriege. Ich habe demnächst auf jeden Fall noch Projekte. Die Werkstatt will ich noch weiter ausbauen. Ich möchte noch was Cooles für den Sommer, für draußen bauen. Das möchte ich jetzt demnächst auch unbedingt noch fertig kriegen, damit ich euch das zeigen kann. Das habe ich gesehen und ich war einfach nur begeistert. Ich habe es aber noch nicht fertig gebaut, aber es kommt auf jeden Fall. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben. Würde ich mich drüber freuen. Vielleicht kann ich ja die eine oder andere Frage mal mit aufnehmen in das nächste News-Video, wenn es auch mal eine Frage ist, vielleicht die anderen interessieren könnte. Und ja, das soll es jetzt soweit erstmal gewesen sein. Ich bin auf eure Kommentare gespannt, was ihr dazu zu erzählen habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.